Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Last Epoch. Ich habe gut schlafen können, ich war recht müde von gestern Abend. Wir haben gestern Nachmittag noch ein bisschen Last Epoch gespielt und vorgestern Abend, also ja, früher Abend, später Nachmittag. Und jetzt sind wir Level 29 und ich habe einfach auch das Problem, dass die Gegner jetzt momentan ein bisschen zu stark wurden. Ich deshalb jetzt mal noch kurz einen anderen Charakter spielen möchte, damit ich einfach Items habe für diesen Charakter. Weil er hat einfach dann diesen Orchirians Pedals, aber erst ab Level 35. Würde dann viel Schaden machen, aber hat dann immer noch viel zu wenig Defensive. Das ist jetzt einfach das Problem, dass es ein Nahkampfcharakter ist und ich möchte mich jetzt nicht hier durchprügeln, immer wieder sterben, weil die Gegner mega Schaden machen. Schaut einfach mal die Aufzeichnung vom letzten Livestream von gestern an. Es war der 19.04.2020 und dort habe ich mich schon echt genervt ab diese neuen Käfer aus dem neuesten Patch. Ich weiß nicht, die sind sowas von extrem stark im Nahkampf, weil alle Projektile natürlich irgendwie treffen können und ja, einfach auch keine Pause hat von diesem extremen Schlag auf den Boden da. Deshalb müssen wir halt jetzt einfach mal einen anderen Charakter machen. Ich mache einen chilligen Charakter hoffentlich. Ich hoffe, er macht genug Schaden. Nennen wir ihn doch ich nehme ihn Drago Basel hat Hunger. So, Hunger. So. Das ist ziemlich das, was ich eigentlich unter hungernde Seelen verstehe. Ich habe auch Hunger momentan. Aber ich will doch lieber zuerst ein Part aufnehmen. So. Nein, das weiß ich. So weiß ich das einfach, was das für ein Charakter ist, oder? Wenn man Hungering Souls schreibt, dann weiß ich nicht, was das für eine Fähigkeit ist, weil, ja, die Fähigkeit halt nicht beschrieben wird. Aber wenn man sagt, ja, er schreibt, er hat Hunger, dann weiß man so, ah, das kann nur Hungering Souls sein und nicht, wenn man es Gott liest, oder? Ja. Nee. Es geht mir nur darum, eigentlich wirklich auch zu wissen, ah, das war dieser Charakter und das war dieser Charakter, weil eventuell die Items, die für den Charakter waren, dann dort sind, oder? Also das ist egal, wie es heißt, aber es sollte einfach die Andeutung sein. Ja, das war diese Fähigkeit. Und da wir Hungering Souls eigentlich schon ewig lange nicht mehr gespielt haben, konnte ich den anderen Charakter eigentlich weiterspielen. Er hatte alles resettet und viele Quests sind nicht mehr aktiv oder einfach die neuen Quests sind nicht gemacht und da so eine ganze Zeit irgendwie durch alte Gebiete zu gammeln, laufen. tue ich lieber einen neuen Charakter machen, geht schneller. Fast die ganze Zeit, ja. Irgendwie herauszufinden, ah, diese Quest ist da und da ist da. Wenn man jetzt von vorne beginnt, hat man eigentlich, ja, bessere Chancen, dass man die auch alle löst, oder? Ist halt immer doof, aber solange das in der Beta ist, wird wahrscheinlich immer viel geändert. Und in Skis wird sogar ein Path of Exile extrem verändert, oder? Also in Path of Exile gibt es auch immer wieder Fähigkeiten, die mega gebufft oder genervt werden. Aber dort hat man ja Seasons und da tut man eigentlich die ganze Zeit auch nur die Seasons spielen. Auch wenn man nicht so viel Zeit hat, weil dann immer auch die neuesten Sachen drin sind. Das motiviert mich natürlich schon sehr. Wird wahrscheinlich in Last Epoch auch kommen. Oder gibt es die schon? Nein, ich habe ja keine Auswahlmöglichkeit gehabt. Aber so Ding, es ist mal gestanden, dass die eigentlich eingebaut werden oder eingebaut wurden. Aber ja, ich würde da keine Chance natürlich haben, da groß mit alles neu zu machen. Also ich kann es wirklich mit euch dann in Livestreams und so machen, aber ich werde wahrscheinlich nie fertig sein in der Season. So, ja, wir nehmen einfach mal wieder diese Handschuhe, aber wir machen ja nicht Nahkampf, sondern setzen Spells ein. Das Problem ist, wir brauchen eigentlich Necrotic Damage, heißt es in diesem Game. Das. Das Amulett nehmen wir. Dann
brauchen wir natürlich noch ein bisschen. Ja, vor allem die Ringe. Hä, wo sind die Ringe? Habe ich die noch drüben? Jetzt müssen wir die noch holen, oder was? Sind sie hier? Ah, hier sind sie. Oh, schon getan. Hätte die Ringe nicht mitgenommen, aber doch, ich habe sie mitgenommen. Hm. Dann. Ja, komm, Intelligenz. In einem Intelligenz. Ja, okay, die Minions haben natürlich danach noch Boni. Und was haben wir noch? Armor haben wir gerade nicht. Ein Shade brauche ich noch. Ja. Ich bin so faul geworden mit dem 10-Finger-System. Bedrück mich mit dem 3-4-Finger-System. Ja, wir haben kein einziges Schild für Level 1 und für Level 2. Ja, dann benutzen wir doch Neck. Wir irgendwie noch kurz einen Stapel zu haben mit Necrotic Damage für den Anfang. Ist nix. Dann einfach Wand. Eine Wand, bitte. Ich hab nix mehr für den Anfang. Das ist das Problem. Ja, nehmen wir den. Hat er hier den? Das ist nicht so viel Damage. Aber wir brauchen eher Mana, also Mana-Kostenreduktion um 3. Ist eigentlich ziemlich gut. So, jetzt können wir einfach weitergehen. Wir müssen ja nicht so stark sein für den Anfang. Ja, und Hungering Souls gibt es eigentlich ab Level 7, also 6. Ja, da gibt es ein Passiv-Tree dann. Ja. Also wir haben jetzt Level 1 gehabt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ab Level 7. Oder mit einer Quest sogar früher, die einen passiven Punkt gibt. Okay. Ja. Ich bin mal gespannt, wie Hungering Souls am Anfang so wirkt. Bei Hungering Souls ist mir immer in Erinnerung geblieben als, ja, so ein Unterstützungskampf, also, ja, einfach zur Unterstützung. Weil es ja Dodge-Schaden macht, aber nicht so viel Trefferschaden. Und, so als wirklichen Hauptangriff habe ich ihn ja nur einmal verwendet. Ah, okay, ich dachte schon, seit wann gibt es hier einen Weg nach oben. Aber es ist nur eine Sackgasse, die ich nicht so im Kopf habe. Ja, wir werden einfach auch Transplant verwenden, viel. Und Mark of Death auch. Ja. Wir müssen auf Intelligenz zuerst gehen. Und dann die zwei auch noch voll, glaube ich. Und irgendwie, ja, viel auf Dot gehen. Also eher auf Dot gehen. Weil, dafür einfach bessere Items habe und es halt da nicht so zum Spammen wird. Sonst muss ich den Spell eigentlich ständig die ganze Zeit spammen. Ich möchte irgendwie mit dem Dot erreichen, dass ich eigentlich relativ weit weggehen kann vom Gegner wieder. Deshalb mache ich diesen Beat und nicht irgendwie einen anderen Beat. Und müssen halt ihn einfach noch defensiv skillen, also ausrüsten. Aber das ist einfach ein viel einfacher Beat wird, hoffentlich. Sonst müssen wir wirklich wieder einen Poison Beastmaster oder einfach einer der OP-Builds nehmen und ich spiele nicht gerne wirklich gehypte Builds. Ich will Builds machen, die mir gefallen, also die von mir auch ein bisschen ausgedacht sind, oder? Ich schaue nicht auf Guides. Also, ja, nicht so gut. Mich interessiert es natürlich immer wieder, wenn jemand ein Build veröffentlicht, kurz rüberschauen oder so. Aber dadurch bekomme ich auch irgendwie weniger Motivation, den Skill überhaupt zu nutzen. Ich denke, wir nehmen Mao Shards und gehen mal auf Health-Kost-Reduktion. Nicht Health-Kost, Erweiterung.
Kann ich Bow Knives nehmen und dann Physical Leash? Na, irgendwo finde ich das nicht, wo man reduziert hat. Lebenskosten. Ja. Morrow Orbs. Das wäre ja auch etwas, aber das kostet wieder mehr Health. Geht's zuerst mal hier auf Physical Leash. Also im Pearson müssen wir eigentlich nicht mit diesem Spell. Weil wir da den Blut ja nicht mehr haben. Das nervt immer wieder, die wegzubekommen. Das mache ich gleich mal anders. Skeletons brauchen wir nicht immer sofort. Den brauchen wir hier. Und Rippblut auch hier. So. Gut. Schauen wir mal den Damage. Oh, gut. Also ihr seht, wir verlieren immer wieder Leben durch diesen Spell. Und das sollten wir eigentlich jetzt relativ ausgleichen wieder. Jetzt müssen wir nämlich immer wieder diesen Angriff führen. Rippblut. Rest in Peace Blut. Was ist denn das für ein Name? Wieso nicht irgendwie Blutexplosion oder so? Also Blutexplosion. Aber RIP Blut, ich weiß nicht, ob das irgendwie so umgangssprachlich ist, eine Bedeutung hat. Sie verwendet ihr Blut und dann sagt sie dem mit dem Spell dann, ja, RIP Blut, also das ist mein Blut, das in die Hai weggeht, stirbt. Komisch. Nicht so nachvollziehbar. Jupp, jupp. Ja, das wird halt problematisch mit Transplate. Da bekommt man, also verliert man auch Leben. Aber ich kann ja den Blut-Golem nehmen. Also ich kann ja einen Nekrotik-Golem nehmen und Energie-Sheet, also Wort. Das Wort nehmen. Das schöne Wort, das ich nicht aussprechen kann. Also, ja, weiß, wie man es schreibt und ausspricht. Aber, ja, da verliert man immer noch Leben, oder? Also das Leben bekommt man dann auch nicht so gut zurück. Jetzt muss ich schauen, dass ich das gar nicht so extrem buffe. Sondern eher schaue, dass ich kein Leben verliere. Das ist auch wieder eine Sache. Ich finde diesen Bild, der wird schon viel besser starten als der andere. Also der vorherige Bild. Weil irgendwie auch die Skeletons mehr Schaden machen als die Wölfe. Und halt nicht mehr in Nahkampf muss. Das ist auch eine Sache, die endlich die Entwickler verstehen müssen, dass Nahkämpfe immer im Nachteil sind. Wieso ist in jedem Action-Run-Spiel Hack and Slay der Nahkampf immer so extrem underpowered? Nennt mir mal ein Spiel, wo die Nahkämpfe overpowered waren. Es war nie richtig overpowered. Das ist vielleicht Wirbelwind, Barbar in Diablo 2. Das ist richtig OP. Also so richtig sagen, wir können ohne Probleme in den Nahkampf gehen und schlagen, gibt's nicht. Wirbelwind ist ja auch irgendwie auch ein bisschen Fernkampf. Also ein bisschen AOE. Aber so einen richtigen Nahkampf-Beat habe ich noch nie gesehen, der OP war. Ja, vielleicht Sander aus Path of Exile. Aber das ist ja auch wieder Fernkampf, weil das eine mega Reichweite hat von einem Bildschirm. Also, ja, so ein richtiger Nahkampfangriff war noch nie so richtig OP. Zum Beispiel Double Strike mit dem... Oder Double Slash? Nein, Double Strike war es mit dem Klon. What just happened? War ja auch mal OP, aber das war der Minion, der so OP war und nicht selber der Nahkampfangriff. Also ich hätte gerne einfach mal das Gefühl, wir spielen jetzt auch noch ein Kriegsspiel mit Waffen, als mit Megaspell. Wenn das mal gibt, so ein ultra-realistisches Hack and Slay. Ich würde das Spiel wirklich traumhaft suchen. Einfach ein mega-realistisches
wo zum Beispiel nur wenige Spells gibt oder Spells, die nicht immer einsetzbar sind. Und danach, ja, einfach mega realistisch ist, dass man echt auf das Leben achten muss. Also wie in Dark Souls, aber in Action, in Hack-and-Slay-Manier. Also wirklich in Hack-and-Slay, das ist eher Action-Adventure, glaube ich, Dark Souls. Oder einfach normales Rollenspiel. Also Kampf-Rollenspiel, aber nicht Action-Rollenspiel, das ist zu wenig Action für mich. Die ganze Zeit irgendwelchen Angriffen auszuweichen, ist für mich nicht gerade so das extreme Action. Also die Gegner sollten weniger Schaden machen als in Dark Souls. Aber dafür halt einfach auch, ja, dass man halt auch ein bisschen unterlegen ist manchmal oder so. Ja. Ich würde gerne ein Spiel haben, das einfach sich mal ein bisschen Mühe macht. Und nicht gerade so bugverseucht rauskommt oder noch nicht so weit ist wie Last Epoch. Und wirklich mal fertig ist. Nicht so umfangreich wie zum Beispiel Last Epoch. Dass man einfach ein bisschen die Mühe sieht, zum Beispiel die Quests besser sind noch. Ja, zum Beispiel die Ladezeiten nicht so hoch sind. Also dass einfach mal ein Spiel wieder rauskommt, das wirklich fertig ist. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, ich spiele ein bisschen langsam mit ihm. Also ich könnte ein bisschen schneller spielen. Ein bisschen Mario Shards, aber so eine Sache, diese Eingewöhnung und so. Manchmal habe ich immer das Gefühl, ich kann einfach nicht umgehen mit den Spells, wenn man sie neu spielt, oder? Wenn man einfach auch ein bisschen abgelenkt ist. Lieber dem Spell noch ein bisschen hinterher schaut oder anderen Sachen. Auf die Lebensenergie einfach zu sehr achte. Aber es geht, also es geht ja schnell genug vorwärts. Aber das ist eine Sache, also Last Epoch ist am Anfang echt langsam. Das müsst ihr einfach, ja, aushalten. Dafür wird es dann umso schneller am Schluss. Also, zum Beispiel mit dem Feuerball-Bild vor ungefähr 2-3 Monaten, ja noch mehr, hatte ich ja mega schnell immer gezockt. Die ganze Zeit teleportiert, die ganze Zeit gespammt. Und die Gegner waren relativ schnell wegen dem Brandschaden dann down. Und das war schon extrem actionreich. Das war sogar actionreicher als die Sword Serena in Diablo 2. Das war ja manchmal echt zu schnell für mich damals. Dass ich so mega schnell teleportieren konnte und dann Gegner so schnell killen konnte. Und, oder zum Beispiel so ein Bogenschützen-Skill-Bild aus Path of Exile. Schade, dass jetzt momentan gar nicht mehr der Tornado-Shot eingesetzt wird. Oder? Schon noch ein paar Mal, aber nicht so ersichtlich. Heldetag als Herald, Herald, dort Herald und überall Herald. Diese blöden Block-Builds, diese automatischen Herald-Builds, gehen mir so auf die Nerven. Ja, heute wird wahrscheinlich auch ein Path of Exile-Video oder ein Livestream kommen. Ich möchte euch meinen Bild zeigen. Das ist nicht mein Bild, aber es ist einfach ein Bild, der mal etwas reisen kann im Endgame, hoffentlich. Aber ich habe noch nicht die Items davon. Und das muss ich mehr spielen und deshalb mache ich jetzt einfach auch ein paar Videos dazu, damit ich Motivation finde, überhaupt noch diese Season, diesen Bild auszuprobieren. Sonst hätte ich keine Motivation mehr. Ich bin wirklich einer, der halt Motivation sucht durchs Let's Playen und Livestream machen. Jetzt gestern Abend haben wir auch wieder so lange GTA Online gespielt, weil so viele mitmachen. Könnte man jetzt auch sagen, wenn im Kopfwechsel jemand mitmacht, aber ich bin ja solo self-found diese Season. In der nächsten Season können wir zusammenspielen, wenn jemand Interesse hat. Aber diese Season werde ich nicht mehr und nicht solo self-found spielen. Also dass ihr mir Items geben könnt oder ich euch Items geben kann oder einfach mitspielen könnt. Weil solo self-found, also solo und sich alle Seiten eigentlich selber finden muss. Und einfach, dass ich mehr Motivation, je mehr mitspielen oder je ja, mehr ich eigentlich Livestream oder Videos machen kann, desto motivierter bin ich. Ich bin schon echt demotiviert durch diesen Sport die ganze Zeit. Also ich
kann schon sagen, dass ich außerhalb von eurer Sicht schon echt manchmal gelangweilt bin. Oder eben schlaflos oder sonst irgendwas bin. Das ist einfach... Das ist für mich extrem wichtig, ist, dass ich irgendwie so eine Community habe. Weil ich einfach so ein mega Soziale bin. Und ja. Dass ich da einfach jetzt noch ein bisschen mehr Mühe machen muss. So, schauen wir mal kurz. 20 Minuten, okay. Ja, dieses Game geht halt wirklich nur in diesem Bildschirmmodus. Und ich habe danach noch Minecraft aufgenommen und da habe ich gesehen, dass der Balken oben sichtbar ist im Video. Muss ich da immer wieder umschalten oder eher weniger umschalten und deshalb vergesse ich das manchmal, dass es die Einblendung ist. Aber jetzt im Last Epoch geht es eben nicht. Da muss ich unbedingt auch diese Sachen zeigen wie OBS. Das mache ich eigentlich nicht so gerne, weil ich auch nicht so unbedingt mein Bild auf dem Desktop oder mein Steam oder Discord, wo immer im Vordergrund kommt, sehen, zeigen möchte. Weil es ja auch ein bisschen privat ist, oder? Aber, ja, eigentlich ist es ein Video vom Game und wenn das Game oder der OBS da Probleme macht, dann nervt mich das, oder? Also, ja, wieso geht der Fenstermodus nicht mehr? Was hat da jemand gemacht? Jemand, der irgendwie geschlafen hat während der Arbeit. Hat da irgendwie etwas eingestellt, dass nur noch OBS zu sehen ist. Und Discord. Und nicht das Spiel. Das Spiel mega in den Hintergrund geraten ist. Man kann ja nicht mehr die Priorität... Ich glaube in Windows 8 oder Windows 7 konnte man irgendwie die Priorität steigern von einem Programm. Kann man das nicht mehr machen? Ich habe es bis jetzt immer noch nicht gefunden. Dann könnte ich vielleicht wieder Fenstermodus einstellen. Ja. Wir sind ja jetzt durchgehend das Spiel. Aua, heute Damage macht so viel Schaden. Also wir leashen jetzt schon ein bisschen gut mit. Aber ich möchte natürlich noch reden dazugeben. Deshalb müssen wir leider jetzt nochmal einen Punkt setzen. Vielleicht setze ich sogar die Minions ein, die Magier, nicht die Nahkämpfer. Ja, wir haben aber dann keinen Slot mehr frei hier unten. Aber wenn, dann, ja, schaue ich, dass die Magier, weil die teleportieren können, glaube ich, oder so. Oh nein, das sind die Dinge, die Raiders. Das sind die Nahkämpfer, also die Schurken von den Nahkampfskeletten. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ich muss noch viel denken, wie der Bild geht. Also eigentlich ist es schon recht klar. Aber wie könnte man ihn noch steigern? Wie kann man ihn noch verbessern? Weil jetzt immer nur auf Necrotic Damage gehen und Cleansing Blow und Leben ist, glaube ich, nicht so gut. Also dass wir einfach auch natürlich Resistenzen brauchen. Wir machen so viel, aber... Das werden wir dann sehen. Ja, Hungry Souls ist da. Dann ende ich das halt jetzt schon. Wir haben genau das Level erreicht. Also, das haben wir gesagt. Hier oben ist irgendwie ein guter Not. Weißt du? Ah, es ist einfach dieser hier. Also ich will jetzt mal nicht extra Mana Cost, extra Projektiv und Mana Cost nehmen, sondern hier oben durch. Wir müssen nämlich hier auf Mana Cost gehen und dann Cast Speed und Speed and Range. Also hier oben durch. Und die unten ignorieren, da gibt es nur noch eine Seele, das ist nicht gut. Ja. Also Hammer of Lord. Skills, Hang Souls hierhin. Machen wir mal Shot. Nein, wir setzen mich nicht mehr ein. Noch mehr Intelligenz, gut. Wow, sind die Zielsuchen? Nein, sind nicht Zielsuchen gegen Objekte. Schade. Das wird ein bisschen uns das erleichtern, nehmen wir diese komischen. Ja. Objekte halt nur. Zu kaputt zu machen. Das ist in diesem Spiel nervig, weil
Es droppt ziemlich gut aus diesen, ja, Krügen. Aber man kann es immer so schlecht, ja, kaputt machen. Und das wirklich in jedem Spiel Kettenreaktion nicht klappt bei Objekten, finde ich doof. Dass die einfach nicht chainen, dass die nur bei Monsters chainen. Ja. Ja, Vitalität ist ja eigentlich auch nicht schlecht, aber brauchen wir nicht so wichtig. Ja, den habe ich natürlich wieder nicht mehr. Aber das Amulett haben wir jetzt zweimal hier. 101, das ist das Schwächste, ja. Ja, und es macht auch mehr Reduced Armor und Protections. Das ist leider ein schlechter Ring. Okay. Ah, da ist ein Helm. Nein. Shop. Intelligenz. Yeah. Ich hab einen Helm. Und wir brauchen halt noch Spell und Nekrotik. Also machen wir Neck. So. Das direkt. Ja, Protection. Nein, Protection brauche ich nicht. Trotzdem. Equippen. Und ja. 25 Spell Damage. Ja, ist besser. Ach komm. Ich habe ja genug Geld. Dass man Geld übrigens shared, ist ja eigentlich auch toll. Aber macht jeden Anspruch halt weg. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Lieber mehr Protection oder lieber mehr Damage. Ich mach mal mehr Damage, weil jetzt die Gegner noch nicht so hart reinhauen. Ja, gut. Chaos, also. Schon extrem der Chaos. Den man im Lager hat. Ja, Damage over time ist best. Ja, leider muss ich halt wieder ein bisschen mehr Mana-Kosten haben. Aber gut. Und dieser ist Damage over time. So. Sehr gut. Also wieder verkaufen diesen Helm. Das. Hallo! Ich bin der Illuminati. Nein, wie heißt diese Kapuzenkult? Ist nicht jeder eine Art, oder? Kuckucksklan, genau, Kuckucksklan bin ich. Wie denkt ihr an diesen Kult, also diesen, wie sagt man schon wieder? Sekten, genau. Spinnen die für euch oder sind die einfach irgendwie außergewöhnlich oder wollt ihr die? Weil ich bin irgendwie so ein bisschen, ja, merkwürdig. Ich finde es irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Wieso sich die Leute irgendwas antun oder sich ergeben zu einem Kult. Weil für mich muss es eher freundschaftlich sein, wenn ich irgendwie an etwas glaube, als irgendwie religiös. Und das finde ich das irgendwie schon ziemlich merkwürdig. Wieso kleidet man sich denn so blöd als Kuckucksklan-Mitglied? Wieso muss das sein? Kann man das nicht auch irgendwie, ja, und nicht unter Regeln stellen, oder? Muss es sein? Kann nicht irgendwie eine Religion, wo alles gut macht, sondern alles irgendwie schlecht oder alles irgendwie isoliert oder so, irgendwie auch besser sein, weil jetzt zum Beispiel, ja, es gibt eigentlich kaum Religionen und Sekten, die wirklich alles eigentlich mega gut machen, also vor allem die Menschheit nicht immer in den Vordergrund stellt, sondern auch die Natur und alles mögliche. Was ich eigentlich gerne hätte, ist wirklich ein mega naturfreundlich, also nicht mega, also, ja, sagen wir einfach so, dass es nicht nervt, oder? Dass es einfach die Erde beschützt wird. Das ist wirklich eine Religion, die Erde beschützt. Aber in keinem ist es wirklich das Hauptthema. In keinem Clan
ist also in keinem Kult und Sekte oder Religion ist es eigentlich Thema. Man hat das Gefühl, man muss gar keiner Religion zugehören, weil es einfach das nicht gibt, was einem eigentlich wichtig ist. Also mehr ist wichtig, dass die Natur, dass die Menschen wirklich auch Acht geben auf die Natur. Aber ich möchte nicht vegan leben, ich möchte nicht umweltschonend leben, also dass ich wirklich gar keine Heizung, also Heizung habe ich sowieso nicht an, aber dass ich zum Beispiel nicht Wasser sparen müsste und so Sachen. Also schon Wasser sparen, aber nicht so extrem, dass man wirklich die ganze Zeit den Wasserhahn wieder ausstellt während dem Seifen und so. Ich tue sowieso so schnell Seifen, da kann ich den Wasserhahn gar nicht wieder ausstellen. Was nehmen wir? Mark of Death. Ja. Also wir müssen Nekrotik natürlich runter, also die Resistenz der Gegner runterschreiben. Also jetzt haben wir 8 von 8, jetzt müssen wir den noch nehmen. Und hier ist als Minion. Ja, das ist Reduced Health Drain. Das heißt also, wir können weniger leashen. Ah nein, das ist, dass wir weniger Health verlieren. Genau. Drain ist ja absaugen. Also, dass wir vom eigenen leben. Das ist ja eigentlich auch gut, aber wir brauchen ja nicht so viel Transplant einzusetzen. Nächsten Level ist der Golem, okay. Ja, das ist noch nicht so ein guter Ding. Also, ja, jetzt ist 31, jetzt haben wir schon ein bisschen überzogen. Mache ich einfach nochmal ein Part. Ja, denke schon. Ja. Bis zum nächsten Part oder bis zum Livestream, wenn er früher erscheint. Ja, wird wahrscheinlich heute noch erscheinen. Ein Livestream von Lars Epoch. So ungefähr gegen 17 Uhr. Ich denke mal so 16 Uhr, 15.30 Uhr, damit ich um 18 Uhr noch die Minecraft-Server-Vorstellung machen kann und danach livestreamen kann. Also wieder geht ja online nach dem Abend immer. Aber momentan habe ich halt dort die Community und deshalb mache ich gar lieber noch mehr Ding. Ein paar Verwechsler mache ich einfach ein Video nachher. Ja. Muss ich halt ein bisschen verschieben wieder. Aber gut, bis zum nächsten Mal, euer Dragobasel. Tschüss.